Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. In der letzten Woche hatte ich ja dieses Resin-Gebäude gedruckt, was wir da im Hintergrund sehen, beziehungsweise alles, was wir da im Hintergrund sehen. Und dieses Resin-Gebäude fand ich ganz lustig, hatten ein paar Personen, ein paar Menschen, ein paar Zuschauer, ein paar liebe Zuschauer gedacht, das wäre eine Kirche, was ich da drucken möchte. Nein, das ist ein Bahnhofsgebäude. Das sieht man auch ganz gut, wenn ich das Gebäude nicht von dieser Seite, wie wir es gerade immer so hinter meiner Hand ein bisschen sehen, sondern von der anderen Seite, dass da an der Seite drei Türen rausführen. Und hier vorne gehen auch drei Türen seitlich rein. Das ist ja ein bisschen untypisch für eine Kirche. Da geht man ja meistens von der Stirnseite aus rein. Meistens. Ist auch egal. Es soll ein Bahnhof sein aus der Steampunk-Ära. Und dieser Bahnhof, wie gesagt, hatte ich aus Resin gedruckt. Und darum geht es heute, was ich als nächste Schritte weitermache. Wir sehen es im Hintergrund schon. Ich habe das mal wieder im Schnelldurchlauf gemacht, weil ich denke mal, wie ich sowas erstelle, interessiert manche nur leicht oder wenig. Und steuert das vor Ort, wenn ich Züge einfahre, das mache ich also nicht 3 Meter entfernt, sondern ich gehe gerne dahin, würde mir das und zwar sind jetzt die Bahnsteige dran. Wir sehen sie, ich habe sie gerade diese Platine, die wir gerade gesehen haben, in der Hand und habe als Basis meine Bahnsteige genommen, die ich schon vor einiger Zeit oben im kleinen Bild, sehen wir so ein kleines bisschen ganz links außen, ist gerade rausgerutscht. Habe ich die als Basis genommen, die ich schon mal ausgedruckt habe, auch für diesen Bahnhof, für die schmale Seite. Und nur diesmal jetzt für die gegenüberliegende Seite. Wir haben es anfänglich mal im Bild gesehen, vielleicht blende ich es nochmal ein, wo ich jetzt natürlich mehr Platz brauche, weil da sind ja das Gebäude soll drauf, die Seitenteile sollen drauf mit den Dächern und so weiter und so fort. Und da muss ich natürlich ein bisschen was verändern, also sogar ziemlich viel verändern. Oben sehen wir es ja schon, da hatte ich vorher wie so ein Quadrat oder ein Rechteck mehr fertig gemacht, was als Ersatz für das Gebäude dient, dass ich weiß, wo das hinkommt, wo der ganze Platz ist. Und musste natürlich, wir sehen es gerade hier, das Ganze in 2 Teilen ausdrucken, weil mein 3D-Drucker macht nur 22 cm Breite und ich brauchte fast 40 cm. Da hatte ich ursprünglich mal Aufnahmen zugemacht, die habe ich euch nicht eingeblendet, wie ich das auf meiner Modellbahn ausgemessen habe, wie das passt, aber ich sag mal, ich habe da ein Lineal hingelegt und habe geguckt, wie breit das Ding sein kann. Deswegen habe ich das eigentlich ein bisschen unterschlagen. Und wir haben wieder mal ein reines Bastelvideo heute. Mir machen die natürlich besonders viel Spaß. Aber wenn euch das zu langweilig wird, dass ihr sagt, Mensch, wir wollen mehr Züge sehen, sagt mir bitte Bescheid, wenn das Basteln euch nichts ist. Aber dann muss ich mal sehen. Dann muss ich vielleicht die Bastelvideos auslagern nach Model Creation, obwohl ich da eigentlich mehr die Zusammenfassungsvideos bringen möchte. Und hier alles, was um die Eisenbahn geht. Aber ich denke mal, im Bahnhof geht eigentlich um die Eisenbahn. Deswegen habe ich es auch auf diesem Kanal drauf gemacht. Hier sehen wir, ich wähle jetzt Sandpapier aus. Ich habe Sandpapier in allen möglichen Stärken da. Das geht bis 6000 höher oder ich glaube sogar noch höher. Bis 10.000 habe ich da. Das ist aber auch für meine Gleise, wenn ich da was verschleifen muss. Aber hier habe ich mich entschieden zwischen 600 und 1000 und habe dann im kleinen Kasten oben zu sehen, habe das dann alles schön blank geschliffen und habe das dann versucht, wirklich so möglichst wie Glatze hinzukriegen. Kriegst du nicht ganz hundertprozentig. Man wird immer einen kleinen Stoß sehen, irgendwo, der da verklebt wurde. Aber gut, lassen wir mal die Kirche im Dorf, das ist überhaupt kein Problem, weil es ist so fein, dass man das wirklich nur sieht, hoffe ich zumindest, wenn man jemand mit der Nase drauf stößt. Hier sehen wir es, da ist das, brauche ich gar nicht einblenden, was ich vorher machen wollte. Hier haben wir die beiden Bahnsteige, vorne das schmale Teil, was ich gerade weggenommen habe, hinten das große, das habe ich natürlich hier alles schön verklebt. Und jetzt möchte ich natürlich Beleuchtung draufbringen. Licht lockt Leute, das ist schon in der Werbung ein Riesenspruch. Nein, Quatsch, das trifft ja nicht zu, aber es ist natürlich, auf der Modellbahn muss Licht sein. Jetzt bin ich noch ganz stark am Überlegen, ob ich das Hauptgebäude, was wir da hinten haben, überhaupt Beleuchtung reinmachen soll. Weil ich bin mal ehrlich, wenn ich heutzutage gucke, obwohl das ist nicht heutzutage, das soll ja doch eine Ära sein, die es nie gab, sind die Dinger immer zu. Ist euch das mal aufgefallen? Es hat doch kaum noch ein Bahnhofsgebäude irgendwo, schon gar nicht auf dem Land irgendwo, ja, in Großstädten sicherlich, aber meine Herren, und da weiß ich nicht, ob ich Licht reinmache, ob ich jetzt sage, ah, okay, das ist vielleicht ein bisschen vorbei am Ziel, dass ich ein Bahnhofsgebäude von innen beleuchte. Ihr könnt mir ja, wenn ihr so lieb seid, das mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ein Bahnhofsgebäude von innen zu beleuchten oder ob man es bei der Außenbeleuchtung belässt. Hier mache ich natürlich jetzt die Beleuchtung unter diese beiden Seitendächer drunter. Die müssen natürlich leuchten, weil da habe ich ja eine Unterführung reingebaut, weil ich habe man es vorhin gesehen. Mitschnitt von meinem 3D-Programm. Fusion 360 übrigens, falls jemand interessiert. Und ja, habe dann eben die Lichter hier reingemacht. Ist klar, verkleben tue ich das. Wieder ein schönes Deutsch. Ich verklebe das Ganze natürlich wieder mit UV-Kleber. Das macht sich wirklich am besten, weil du hältst das ran.
Tropfen Kleber drauf, UV-Licht drauf, fertig ist die Sache. Muss nichts warten, bis der Sekundenkleber angetrocknet ist, den du übrigens auch nie wieder abkriegst, da zerreißen die ganzen Kabel. Vorteil bei UV-Kleber, man kann es wieder lösen, wenn man ein bisschen so rumzuppelt und macht und ja, ne, das kriegt man schon wieder ab, weil das wird nicht so hart wie Sekundenkleber, aber es wird sehr fest. Das ist das Schöne daran. Ja, man kann es lösen, aber man kann es auch sehr, sehr fest und sehr, sehr schnell fest. Gerade wenn man die LEDs festklebt. Ich klebe die ja direkt da auf. Ihr habt es gesehen, ich habe die schwarzen Punkte drauf gemacht, habe die LED draufgelegt, habe vorher ein bisschen UV-Kleber drunter gemacht, habe die LED reingetunkt und habe ein kleines bisschen oben drauf gemacht, dass man so ein bisschen wie Lampenschirmeffekt hat von dem Kleber und habe das Ganze dann mit UV getrocknet. Das Ganze ist eigentlich nicht sichtbar. Ihr seht es jetzt gerade im Hintergrund. Ist eine wunderschöne Sache. Ich mache jetzt hier mal den Lichttest. Super, oder? Klappt auf Anhieb. Das Einzige, was ich noch machen werde, ist, wenn das Gebäude, bevor es verklebt wird, kommt da wieder ein kleiner Tüpfen gelbe Farbe drauf, da mir das persönlich etwas zu kaltweiß ist. Es ist nicht wirklich kaltweiß. Ich habe hier neutralweiß gekauft. Habe ich auch den Vorteil mit ein kleines bisschen gelber Acrylfarbe oder hier von Vallejo. Ja, kann man da Airbrush-Farbe drauf machen oder sowas, das passt schon. Wenn man da die reine Airfarbe nimmt, ist die eh noch dünnflüssiger und deckt gleichzeitig gut. Passt irgendwo. Das Gebäude wird von innen wieder schwarz gemalt, falls ich denn Licht reinmachen möchte. Kommt also schwarze Farbe ran, weil auch der Resin, obwohl der relativ stark ist, also von der Wandstärke her, lässt ein wenig Licht durch. Und das sieht natürlich gerade bei Nachtsachen, gerade deswegen macht man ja Licht rein. Und wenn das ganze Gebäude so mitleuchtet oder an bestimmten Stellen so rausleuchtet, weil die LED da genau sitzt oder irgendwas in der Art, will ich nicht. Deswegen wird das immer schön satt mit schwarzer Acrylfarbe gemacht. Also wirklich satt. Ich mache das unverdünnt. Man sieht es unten in dem Becher. Ich mache die Farbe wirklich, wie sie ist, wie sie aus der Puddel rauskommt, kommt die da rein und wird dann schön verstrichen von innen. Nachteil, man beschmiert die Fensterrippen von innen. An manchen Stellen da hinten, wenn ich jetzt gegen das Licht halte, da und dort, sieht man das, dass da die Farbe in diese Ritzen, in diese Löcher reingekommen ist. Was macht man da? Man nimmt die Airbrush. Ich habe hier so eine kleine billige, die ich für sowas immer ganz gerne verwende. Das ist so eine, wo es ein Hebel, nicht diese Dual-Airbrush-Teile, sondern mit einem Hebel, also einfach nur Luft. Ja, aber die kann man auch gut spritzen, werden wir nachher noch sehen. Und sprühe jetzt dies aus den Fensterritzen da wieder raus, dass die Fenster schön offen sind. Da werden ja später noch Fensterscheiben von hinten eingeklebt. Und ja, das hätte man jetzt nicht rauspulen können mit dem Zahnstocher oder sowas. Da hätte man dann runde Vierecke gehabt. Na, ihr wisst, was ich meine, weil dann bleibt so ein bisschen Farbe übrig. Das musst du mit der Airbrush oder mit Druckluft. Oder wer keine hat, Augen zu. Tief Luft geholt, von außen reingepustet, bringt auch was. Ja, ist also alles besser, als mit dem Zahnstocher da rumzufummeln. Und jetzt wird das Ganze natürlich grundiert. Das ist eine Sache, die war mir persönlich sehr wichtig. Das war ja einer der Gründe, warum ich mir das Gebäude nochmal in Grau ausgedruckt hatte. Ich hatte das ja in Hautfarben, ich habe immer Fleischfarben gesagt. Hautfarben war das bei dem anderen Video, ja. Ist ja egal, meine Frau hat sich nämlich lustig gemacht, warum ich Fleischfarben gesagt habe. Ja, ich weiß, Fleisch ist rot. Okay, aber damit das schön gleichmäßig ist, weil die Grundfarbe gibt immer so einen leichten Touch noch durch die Grundierung, außer man macht die Grundierung so fett drauf, dass das irgendwo durchschimmert. Ja, wenn man jetzt das Graue hat, die grauen Seitendächer und das fleischhautfarbene Gebäude, dann hast du so einen ganz leichten Hauch von einer anderen Farbe drin und das wollte ich einfach nicht. Ja? Und deswegen immer die gleichen Gebäude hier, auch die Säulen, die haben überall noch so ein paar Stützstrukturen mit dran. Werden natürlich auch weiß grundiert, damit ich natürlich dann die Farbe, die später drauf kommt, ich bin mir noch nicht einig, was ich mache, ob das jetzt ein Blau wird oder ein Grau wird, die Säulen. Also die Blau meine ich jetzt nicht wirklich blau, sondern so ein, ich habe hier so eine blaue Farbe, die nennt sich Weapon Blue oder irgend sowas in der Art. Ich zeige es euch, wenn ich es machen werde. Und das ist dann so ein schönes Metallic Blau-Grau, also eine wunderbare Farbe irgendwo. Aber da kommen wir wahrscheinlich im nächsten Video zu, da werde ich euch das mal zeigen, wie ich das Ganze dann farblich gestalte. Hier kommen ja noch einige Arbeitsschritte auf uns zu. Die ganze Gestaltung, das zieht sich. Deswegen mache ich sowas immer als 3- oder 4-Teiler,
Weil ansonsten, ich könnte es im Schnelldurchlauf machen, überhaupt kein Thema. Aber das ist was, wie gesagt, für den Zweitkanal. Da werde ich das ganze Video irgendwann nochmal zusammenfassen und im einen Abriss machen mit kürzeren Parts dazwischen. Und hier zeige ich euch ganz gerne immer so die Details, wie ich das im Einzelnen alles so aufbaue. Hier grundiere ich noch die Bahnsteige. Da wird nur grob grundiert, das ist überhaupt kein Problem. Denn die sollen ja nicht eine homogene Farbe draufkriegen. Das soll ja alles benutzt und aussehen. Deswegen kann ruhig die Grundierung ein bisschen fleckig sein. Wir haben übrigens gerade die Pistole gesehen, die einfacher vorher. Hatte ich ja die Harder und Steenback, glaube ich, hier verwendet. Und hier hatte ich jetzt die ganz billige für 10 Euro oder was die gekostet hat. Die arbeitet auch gut, ohne Frage. Ja, das ist die, die ich immer mal so reinhält ins Bild. Schaut euch bitte die beiden Videos hier oben an. Ich würde mich freuen, wir sind nämlich am Ende des Videos angekommen. Ja, die beiden Videos passen wie immer zum Thema. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht einen netten Kommentar da lasst oder ein Däumchen oder sogar ein Abo, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann würde ich sagen, macht's schön gut, bis nächste Woche. Wir haben irgendwann Urlaub, aber da schauen wir einfach mal, wie es wird, wa? Bis dann, macht's schön gut. Tschüss.